Was soll eigentlich außen sein hier? Wie geht das? Okay. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss die dann von außen überbauen, oder wie? Ja, ich glaube, ich muss die dann von außen bauen. Ist ja kein Problem. So. Alter, sind hier viele Basen. Was? Wir müssen unbedingt sehr frühzeitig, glaube ich, mal loslaufen und hier für klare Verhältnisse sorgen. Ich glaube nämlich, das ist sonst ein bisschen viel. Okay, wie viel Iron habe ich noch? 64. Okay, dann. Ich finde das irgendwie. Jetzt baue ich es von innen, aber trotzdem ist es außen. Ich verstehe es nicht ganz. Merkt er sich das von unten vielleicht? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So. Zack. Unten können wir noch nicht. Da oben können wir noch nicht drauf. Kann ich hier eigentlich so. Ah ja, das geht. Das ist cool. So, ich baue gleich mal zweistöckig. So. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann würde ich hier gerne einen Fußboden bauen. Ich lasse die jetzt so unten einfach mal kämpfen, ne? Also ich halte mich dazu ein bisschen raus. Construction Platform Einheit. Zwei Stück. Das passt. Das haben wir momentan. Hallo? Also manchmal ist das. Hallo? So, da können wir nichts drauf bauen. Genau, weil da ist der komische Strahl hier. Daher, hierher. Das finde ich sehr schön, hier draußen gerade alles kaputt schießen. Ich möchte dazwischen drin reinbauen. Hallo. 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 So, jetzt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Müsste eigentlich auch irgendwie durch da hoch irgendwie, ne? Nee, müssen wir von außen dann machen. So, auf jeden Fall mir jetzt schon mal ein kleines Dingens hier. Ich brauche. Kann ich da eine Treppe nicht hinbauen? Was? Nee, ich kann hier nicht mal. Das ist. Ich kann hier nicht mal eine Treppe hinbauen. Ich kann nicht mal eine Treppe hinbauen, weil hier einfach der Stein spawnt und dann komme ich hier nicht rein. Das ist doch bescheuert. Ich kann nicht nichts hinbauen. Das ist echt ein bisschen doof. Na gut. Dann machen wir folgendes. Ich schließe mich hier einfach so ein. Ja, ich schließe mich jetzt hier mal so ein. Die Wand reißen wir raus. So, das tun wir mal ein. Geht das von der Entfernung? Ja, jetzt geht. Dann gehe ich hier mal wieder rein. Dann bauen wir eine Tür. Tür. Die Türen sind jetzt nämlich auch neu. Ironite, ja. Na toll. Falsch. So. Genau, falsch rum gebaut. So. Okay, das war der Plan. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen strange aus. So, muss ich jetzt die Tür eigentlich mal umbauen oder wie geht das? Wie setze ich da jetzt eine Tür rein? Haben wir hier irgendwo. Ach, hier, Tür. So, wir haben 5x Ironite, 1x Protonite brauchen wir dafür. So, machen wir so. Dann gehen die Türen nämlich jetzt so auf. Das sind nämlich jetzt neue Türen. Das sind nicht mehr diese komischen Bullenaugen, sondern es sind jetzt solche Türen hier. So, dann brauchen wir Interact with Eden Star Kit. Wir haben Energy Material, very hot and volatile, useful for the making of gunpowder and other heat. Dependent Items. Okay. Wir haben Teslinium. Wir haben. Zack. Consume Slots. Can I place item here? Incompatible Slot Type. Transfer. Mache ich das so? Transfer. Upgrade Eden Kit. Yes. Was? Was?
Inkit Shield Outpost. Was? Provides a shield around the Inkit. Okay, das haben wir momentan. Ah, okay, wir können das nicht mehr einfach so mit Materialien upgraden. Wir brauchen jetzt Fiber, wir brauchen Keramik dafür und Protonite dann. Okay, das ist cool. Das heißt, man kann nicht mehr einfach mehr nur Sachen reinschmeißen, sondern wir müssen jetzt auch wirklich die richtigen Materialien dafür haben. Okay, das ist gut zu wissen. So, das Ding müsste jetzt fertig sein, der Krieg da draußen. Wir bauen hier erstmal noch eine Foundation hin. Ironite. Wir haben noch ein bisschen Ironite verfügbar. Jetzt nicht mehr. Was machen die denn da? Haben wir eigentlich eine Knarre? Nee, ne? Nee, Knarre haben wir nicht. Müssen wir auch noch bauen. So, jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen noch Sachen ein. Einfach nur, damit wir ein bisschen Material da haben. Und dann brauchen wir jede Menge Ironite, wir brauchen Keramik und. Da hinten ist noch ein, ein Eden-Kit. Kommen wir da hinten hin, ohne dass wir gegrillt werden von den Einheimischen? Ich glaube ja, ne? Das müsste gehen. So, ja, wir kommen hin, sehr geil. Dann sammeln wir das Eden-Kit hier noch ein, dann können wir eine zweite Basis bauen. Also dann haben wir genügend Materialien für die zweite Basis. Da hinten haben wir... Och, cool. Da haben wir das andere Zeug. Was? Zack. Bitte hoch. Bitte hoch. So. Hallo. Dann sammeln wir uns das Gelumpel hier noch ein. Tunnel, das brauchen wir auch für ein paar Sachen. Munition oder irgendwas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, wir werden nicht verfolgt. Ich dachte gerade, wir werden verfolgt von irgendwas. Ich glaube, es ist ein Gegner nämlich gespawnt. So. Dann sammeln wir... Hallo. Dann sammeln wir das hier ein. Hallo. Ach, da war ein Strauch, den ich gerade... Oder so ein kleines Bäumchen, was ich gerade angefangen habe, teilweise abzureißen. Doof. So. Ich würde auf jeden Fall gerne anfangen, so schnell wie möglich auch das Ding hier, den Collector hier zu upgraden, dass wir, dass das Abbauen ein bisschen schneller geht. Muss ich mal gucken, wie das jetzt geht, ob das noch geht, beziehungsweise wie viele Ressourcen wir dafür brauchen. Das kann ich noch nicht sagen, aber das gucken wir uns auch gleich an. Erstmal brauchen wir jede, dann haben wir noch ein Eden-Kit und Keramik. Sehr gut. Ich gehe mal sammeln das Keramik hier mal schnell. Weil dann können wir das Eden-Ding nicht upgraden, die Schilde. Dass die einen größeren Radius haben. Dann können wir uns nämlich weiter bewegen und die Basis würde ich dieses Mal gerne ein bisschen besser bauen. Und zwar würde ich gerne mehrstöckig wirklich bauen. Ich hätte dann gerne oben so einen Generatorraum, einfach wieder wie das letzte Mal. Wo die ganzen Generatoren dann drin sind. Ich hätte gerne auch eine größere Basis. Wir brauchen einen Storage-Raum dann und. Muss ich aber gucken, wie wir das dann machen, weil die Location, wo wir gerade sind, ist, glaube ich, nicht ganz so ideal. Für den Anfang reicht es, glaube ich, dass wir zumindest eine kleine Basis haben. Ich glaube aber, wir werden relativ schnell expandieren müssen, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Da muss ich mich mal überraschen lassen dann. Beziehungsweise müssen wir mal gucken, wie wir das halt da, ne, wie wir das jetzt dann, wie das hinkommt. So, hallo. Ist ja gerade nicht mehr gelaufen. Keramik. Wie viel Keramik haben wir? 110 Keramik, das finde ich gut. Das sollte dann relativ fix gehen eigentlich. 14 Minuten haben wir noch. Okay, das reicht locker von der Zeit. Das sollte locker reichen. Ich muss nur, wie gesagt, Ironite jetzt noch sammeln. Aber da haben wir einen riesen Ironite-Vorkommen hier. So, hallo. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. So, Ironite, das sieht man schon, wie der Counter nach oben schnellt hier einfach. Das war so am Anfang, die allererste Runde, wo ich Edenstar gespielt hatte. Das ist ja, wo es mir leider dann die Aufnahme zerlegt hatte. Beziehungsweise, wo einfach die Platte vollgelaufen ist. Da war das eine absolute Katastrophe, Ironite zu finden. Also da haben wir uns ewig kaputt gesucht dann.
hatten wir nur so kleine Vorkommen dann. Und beim zweiten Mal sind wir gleich in ein Gebiet, wo es ein bisschen mehr davon gab. Was gar nicht mal schlecht ist. Aber nachdem es das erste Mal war, wo wir das Ganze dann gespielt hatten, war es ja auch ein bisschen legitim. Man muss ja auch erstmal ein bisschen reinkommen, das Spiel. So. Ich würde sagen, ich renne mal da ganz kurz hinter. Dann holen wir uns das zweite Eden-Kit. Wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten. Das sollte passen. Da haben wir noch Keramik. Da haben wir noch Ironite und Brickmanite. Das passt auch. Oh, da haben wir auch noch Ironite da oben. Sehr gut. So, Eden-Kit Wreckage. So, da können wir zwei Eden-Kits jetzt bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel Glück haben einfach. Oder ob das jetzt immer so viele sind. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr gut. Weil dann können wir jetzt viel, viel schneller die Basen auch erweitern. Ich weiß nicht, ob das einfach random ist, dass die Dinger spawnen, oder ob das jetzt mittlerweile Standard ist. Um das ein bisschen einfacher zu machen. Auf jeden Fall gefällt mir das gerade gut. Das bringt so ein bisschen nach vorne. So, und meine Nase juckt schon wieder. Es ist ein Traum. Ich weiß gar nicht, was mich gerade mehr wurmt. Dass die Nase jetzt schon wieder juckt. Oder dass sie sonst nie juckt. Ich weiß es nicht. So. Lalalalalalala. So, wir bauen hier alles fleißig ab. Wie viel haben wir denn? 400 Ironite haben wir. Okay, das sollte ein bisschen reichen. Für so ungefähr 5 Minuten. Die sich dann anfangen, alles zu bauen, und dann ist es wahrscheinlich wieder weg. So, wir brauchen auf jeden Fall Fiber und Protonite. So. Okay, hier muss ich die Bäume, glaube ich, von oben abbauen. Weil es ist, wenn man die, wenn man auf einer geraden Fläche ist, man baut die Bäume von unten ab und bewegt sich nicht, dann kriegt man die viel, viel schneller platt, als wenn man die, wie ich es bisher gemacht habe, von oben immer abbaut. Das geht ein bisschen schneller. Nur wenn das so schräg ist, dann fallen die nicht gerade runter. Sondern dann fallen sie so schief, und das ist ein bisschen doof. Oh, da hinten gibt es viel, viel Protonite. Das heißt, ich würde da hinten gerne dann eine Basis bauen eigentlich. Was gibt's hier? Tenne, okay. Ich lasse die Steine hier mal, weil die bringen eigentlich relativ wenig. Da hinten gibt es noch einen ganzen Haufen Protonite. Das würde ich gerne einsammeln. 10 Minuten haben wir noch. Das sieht eigentlich gut aus. Da können wir noch Energie. Das haben wir aber schnell ein, dass wir die Energie haben. So, hallo, hier. Zack, Illumium kriegen wir hier auch ein bisschen was. Das passt. Aber viel wichtiger ist eigentlich das Protonite, was wir hier rauskriegen aus den Dingern. Das brauchen wir auch relativ häufig. So, Illumium. Haben wir auch ein bisschen was jetzt. Also ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist einfacher geworden. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich kann mich auch täuschen. Wir können auch einfach nur Glück haben mit der Location gerade. Ich glaube nämlich, dass die Location sich jetzt mittlerweile ändert. Oder am Anfang war es, glaube ich, so, dass man nur eine, dass man nur einen Spawnpoint hatte. Dann bekommt das gerade überhaupt nicht bekannt vor hier. Ich weiß gar nicht, ob die Map sich random generiert oder ob das einfach nur alles hardcoded ist. Kann ich gar nicht sagen. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ah! Oh Gott. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Von der Karte. Das ist immer so ein bisschen tricky, wenn man schnell irgendwo hier lang rennen will. Dass es schon mal passieren kann, dass da halt einfach die... Hallo. Hallo. So, dass einfach dann die Karte vorbei ist. So. Hier bitte alles abbauen. Zack. Na, komm her. Toll, das ist wieder unter die Karte gefallen. Den Bug gibt's also noch. Das war schon in der letzten Runde, war das ein Bug, dass die Sachen manchmal unter die Welt gefallen sind, dass man sie nicht mehr abbauen konnte. Die fallen dann einfach unter die Welt, und dann kommt man nicht mehr ran. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Was soll's. Das ist, glaube ich, immer das Illumium, was dann darunter fällt. Also ich glaube, das ist ein bisschen schade, weil das Zeug ist echt wertvoll. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil so extrem selten ist, genauso wie Ternal eigentlich, ist es extrem selten.
Also man kriegt zwar aus den normalen Brigamite Stones, kriegt man das Tunnel, kriegt man raus, aber so gewisse andere Sachen dann nicht. Also schon sehr selten, und das sind meistens die grünen und blauen Steine. Da gibt es dann das Tunnel und Illumium, hier Illumium. Aber doch in relativ geringer Konzentration. Das heißt, man muss viel mehr von den Dingen hier kaputt machen, was zu kriegen. So, und hier sind wieder so Dinge und ich komme einfach nicht ran. Ich komme einfach nicht ran, weil es unterhalb der Erde ist. So. Hier noch schön Ironite abbauen. Haben wir noch nicht genug. Ich muss mal gucken, dann das Inventar dürfte mich jetzt dann... Na, es geht noch. Es wird aber langsam voller, das Inventar. Also 3000 Sachen können wir momentan mit uns rumschleppen. Das heißt, das ist schon viel, viel mehr, als es vorher der Fall war. So. Den hier baue ich noch komplett ab. Und dann würde ich sagen, haben wir erstmal genug und dann bauen wir die Basis weiter. So, das Ressourcenfarmen, gerade am Anfang ist halt immer das Ätzendste, aber gehört halt nun mal dazu zum Spiel. Oh, da habe ich noch Ding, haben wir noch Illumium. Sehr gut. Das nehmen wir auch gleich mit. Da haben wir noch Ironite. Was haben wir hier? Ach, da ist auch noch Ironite hier überall. Oder wie? Ich sehe das gerade nicht. Das ist so, so dunkel hier. Ich baue hier einfach mal irgendwie wild jetzt einfach alles ab. Und hoffe, dass ich irgendwas treffe. Was Sachen beinhaltet. Da ist nur was runtergefallen. Ironite. Hier das Illumium nehmen wir noch mit. Achso, was. So. Da oben haben wir noch Ironite. Da komme ich aber gerade nicht hin. Da haben wir noch eine Ironite-Spitze. So. Einfach mal mitnehmen. Weil wir werden noch viel, viel brauchen. Weil ich möchte die ganze Basis gerne aus Ironite bauen. Ich weiß gar nicht, ob es was Härteres gibt mittlerweile. Man kann jetzt mittlerweile auch, glaube ich, aus den einzelnen Materialien andere Materialien dann herstellen. Habe ich zumindest, meine ich zumindest, den Changelogs gelesen zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Wo ist denn eigentlich unsere Basis? Ach, da hinten. So. Okay. Ich habe gesagt, das war der letzte. Ich nehme einfach den trotzdem hier nochmal mit. Einfach nur, dass wir mit Ironite erstmal Ruhe haben, weil wir brauchen es für die Munition ja auch. Und da wird bestimmt einiges wieder drauf gehen. So. Einfach nur, damit wir das haben. Und dann haben wir dann... Ich denke mal, dass wir 5 Minuten dann haben, wenn das weg ist. Und dann sollte es eigentlich reichen. Das heißt, wir sollten dann genügend Material haben, um das Ganze um unsere Basis ein bisschen weiter auszubauen, um die ersten Waffen bauen zu können. Und dann auch mit den ersten Storage-Kisten würde ich dann auch gerne bauen. Die Sachen drin lagern. Damit wir so einen kleinen Vorrat dann haben. So. Vor allem müssen wir auch Basen kaputt machen dann. Das heißt, momentan haben wir noch keine Basen zerstört. Das sollten wir so schnell wie möglich tun, damit die Angriffe nicht ganz so heftig sind. Wo ist denn die Basis jetzt? Ach, da hinten. Also wir sind momentan echt gut eingekesselt. Das sollten wir schnellstmöglich ändern. So. Einfach mal schnell weitergehen. Alliop. Alliopa. So, nach oben. Ich frage mich auch, ob man auf diese anderen Gebiete da oben, ob man da irgendwie hinkommt. Weil die schweben da so in der Luft. Ich weiß gar nicht, ob man sich so ein, keine Ahnung, so ein Spacecraft oder irgendwas hier craften kann. Damit man da ein bisschen, sag ich mal, nach oben kommt. So, hier geht's ins Edens... Hallo, Baumenü. Ironite Foundation. Zack. Zack. So, ich hätte hier gerne einen geräumigen Vorbereich. Also wo wir jetzt denn die Leiter hinbauen. Ich weiß gar nicht, reicht, kann ich hier so, wenn ich das jetzt hier so mache, ne? Hallo. So. Geht das hier? Ja, das geht noch. Okay, so. Und dann baue ich eine Treppe hin. Und zwar so. Hallo. Hallo. Treppe. Hallo. So, das müsste doch hier so gehen. So, dann können wir hier, können wir dann ganz entspannt hier hoch, können da hinten dann rauf. Dann bauen wir hier noch
Wir sind jetzt beide Treppen, ne? Genau. So, dann bauen wir da jetzt noch eine Foundation hin.